Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe ein bisschen den Eindruck, hier geht es heute ein bisschen verlogener zu als sonst üblich. Herr Wowereit, die Frage lautet, warum jetzt? Sie haben 2004 die wunderbare Verpflichtung europäischer Bürgermeister für eine humanitäre Flüchtlingspolitik unterzeichnet. Spätestens vor einem Jahr wäre es an der Zeit gewesen, eine Regierungserklärung zum Thema abzugeben. Da haben Sie geschwiegen. Und jetzt, nachdem Sie über 1,5 Jahre nur zugesehen haben, das Problem durch Nichthandeln immer größer wurde, die Flüchtlinge immer verzweifelter, da wollen Sie die angebliche Lösung des Problems heute als Erfolg feiern. Das ist eine mittelschwere intellektuelle Beleidigung. Wie kann man bei diesem Elend überhaupt von Erfolg reden oder von einem guten Tag für Berlin, nur weil die Flüchtlinge den O-Platz verlassen haben? Klar, für die körperliche Unversehrtheit und Gesundheit dieser Menschen ist es gut, aber für die Flüchtlingspolitik dieses Landes ist es wieder nur um eine traurige Facette reicher. Worin besteht der Erfolg? Dass die Grünfläche wieder frei ist? Keine der politischen Forderungen der Flüchtlinge ist erfüllt. Alles, was Sie bekommen, ist eine Einzelfallprüfung in Berlin und bis zur Klärung Ihres Aufenthaltsstatus eine Unterkunft. Ich bitte Sie, das ist ja wohl das Mindeste, was man erwarten kann. Die Vermutung liegt nahe, dass die Erfolgsparty das Motto trägt, aus den Augen, aus dem Sinn. Gestatten Sie uns, dass wir da nicht mitfeiern. Meine Damen und Herren, als die Flüchtlinge 2012 aus ganz Deutschland nach Berlin gekommen sind, um für ihre Rechte zu kämpfen, als es zum Hungerstreik am Brandenburger Tor kam und das Camp am O-Platz gegründet wurde, da haben viele sozialdemokratische Freunde erklärt, die Residenzpflicht sei eine unsinnige Schikane und gehöre abgeschafft. Recht so. Eine Bemühenszusage gab es, auch von Frau Kohlert, sich auf Bundesebene einzusetzen. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Im Gegenteil. Unser Antrag, zumindest die Residenzpflicht zwischen Berlin und Brandenburg aufzuheben, die wurde übrigens Klaus Wowereit unter Rot-Rot gelockert, aber nicht aufgehoben. Woran ist gescheitert? An der damals großen Koalition in Brandenburg. Unser Antrag liegt heute vor. Er ist im Innenausschuss mit den Stimmen Ihrer Koalition, Herr Wowereit, Frau Kohlert, abgelehnt worden. Wenn es Ihnen wirklich ernst ist in dieser Frage, er steht heute auf der Tagesordnung, stimmen Sie diesem Antrag zu. Frau Kohlert, machen Sie endlich was gegen das Arbeitsverbot für Flüchtlinge. Sie, Herr Wowereit, sollten wissen, was für eine Unmenschlichkeit dieses Arbeitsverbot darstellt. Wenn nicht, lesen Sie die Erklärung, die Sie 2004 unterschrieben haben, noch einmal durch. Und Sie, Frau Arbeitssenatorin, sollten wissen, was für ein volkswirtschaftlicher Unsinn dieses Arbeitsverbot darstellt. Sie klagen zu Recht über Fachkräftemangel. Viele Flüchtlinge, die es bis nach Berlin geschafft haben, sind hochqualifiziert. Sie werden gegen ihren Willen in die Sozialsysteme gezwungen und dann von der CDU beschimpft, dass sie uns zur Last fallen. Was macht die SPD im Bund? Was macht sie hier? Sie versteckt sich hinter den Ressentiments der CDU-Rechten. Meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland ist eines der reichsten Länder der Erde. Deutschland diktiert in Europa ökonomisch und politisch gerne die Preise. Die Bundesrepublik exportiert Waffen und Kriegsgerät in alle Welt. Und in der Bundesrepublik wird nicht wenig am Wohlstandsgefälle in der Welt verdient. Wenn aber Menschen, die vor Krieg, Hunger und Not, an deren Verursachung auch die Politik der Bundesrepublik Deutschland nicht unschuldig ist, flüchten, wenn also diese Menschen es bis nach Berlin schaffen, trotz Schengen, Frontex und allen Hürden der Festung Europa, die es schon gibt, dann begegnet ihnen in Reinickendorf die feine CDU-Gesellschaft mit einem Zaun um den Kinderspielplatz und dem Hinweis für Flüchtlingskinder verboten. Wie widerlich ist das denn? Und, meine Damen und Herren, es begegnet Ihnen diese unglaubliche Heuchelei, dass, wenn vor Lampedusa Flüchtlinge wegen unterlassener Hilfeleistung ertrinken, der Blätterwald sich über Italien und die menschenfeindliche Behandlung von Flüchtlingen empört. Zu Recht. Aber mit keiner Silbe wird erwähnt, dass die Rechtsgrundlage für dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Deutschland erfunden und durchgesetzt wurde. Meine Damen und Herren, die Leute auf dem O-Platz haben dagegen demonstriert, weil sie verzweifelt sind. Nicht, weil sie gerne unter
miserablen hygienischen Umständen hausen. Nur nebenbei, es hätte dieser Stadt auch gut zu Gesicht gestanden, wenn einige Zeitungen mit derselben Entschlossenheit, mit der sie über die Rattenplage auf dem Camp berichtet haben, den regierenden Bürgermeister zum Handeln für die Flüchtlinge aufgefordert hätten. Welche Initiative hat denn der Senat auf Bundesebene zur Verbesserung der Flüchtlingsrechte ergriffen? Wie hat Klaus Wowereit seine guten Kontakte zur Bundesebene genutzt? Was hat Herr Henkel unternommen, der ja an den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene beteiligt war und deswegen so selten am Innenausschuss teilnehmen konnte? Selbst die ersten Verhandlungen mit den Flüchtlingen hat nicht der Senat angestoßen, sondern die Kirchen. Nicht Herr Wowereit, sondern Diakonie und Caritas waren die Ersten, die das Gespräch gesucht haben. Es gibt keinen Grund für Sie, irgendwie zufrieden zu sein, Herr Wowereit. Wer in der Flüchtlingspolitik etwas ändern will, muss als Senatschef einfach deutlich mehr leisten. Meine Damen und Herren, Frau Kohlert, ich habe durchaus Respekt vor Ihrer Verhandlungsleistung. Nicht so sehr wegen des Ergebnisses, sondern wegen der Probleme, vor denen Sie durch den Senat und den eigenen Chef gestellt wurden. Wir erinnern uns, Chefverhandlerin wurden Sie, nachdem der Innensenator, wie ich vermute, nach Absprache mit dem Regierenden ein Räumungsultimatum für den O-Platz gestellt hat. Der Innensenator wollte Härte zeigen, nachdem er sonst nichts auf die Reihe kriegt und er bei CDU-Rechten schon als Weichei gilt, erklärlich. Aber als er die Sache dann wirklich an sich ziehen wollte, hat der Regierende ihm gezeigt, wie Gruppenhydraulik à la Wowereit im Senat funktioniert. Wenn der kleine König schwer angeschlagen ist, hetzt er die Fürsten aufeinander, die um seine Nachfolge buhlen, Machiavelli für Arme. Die Versuchsanordnung war klar. Entweder erzielt Frau Kohlert ein Ergebnis, bei dem die Flüchtlinge den O-Platz verlassen, oder es wird geräumt. Die Flüchtlinge hatten kaum eine Wahl. Dass Herr Henkel, nachdem er so ausgebremst wurde, keine aufenthaltsrechtlichen Zugeständnisse angeboten hat, war klar. Frau Kohlert musste also durchgängig nach zwei Seiten verhandeln, was ihr der Regierende hätte ersparen können, wenn er frühzeitig seine Richtlinienkompetenz genutzt hätte. Hatte aber nicht. Und das Hickhack im Senat geht weiter. Während der Regierende Frau Kohlert für ihr Verhandlungsgeschick lobt, war in der gleichen Radiomeldung zu hören, dass Senator Chaya Frau Kohlert kritisiert, weil sie ihm zu viele Flüchtlinge zur Unterbringung aufbürdet. Das ist doch grotesk. Ausgerechnet der Sozialsenator, der die Entwicklung verpennt hat und es nicht schafft, ausreichend und menschenwürdige Unterbringungsplätze zu besorgen. Meine Damen und Herren, wir haben am Oranienplatz nicht das Ende von irgendwie heiklen Missionen erlebt, denn das eigentliche Problem bleibt. Und nur weil die Flüchtlinge jetzt nicht mehr zu sehen sind, ist für die meisten von ihnen keineswegs klar, wie es weitergeht. Sie bleiben verzweifelte Menschen, die in Berlin gelandet sind und Schutz suchen. Es sind Menschen, die alles zurücklassen mussten, was sie in ihrer Heimat hatten. Sie haben nichts zu verlieren und es ist verständlich, dass sie auch radikalere Protestformen nutzen, um auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen. Sie haben ihr Zuhause verlassen, weil sie und ihre Angehörigen sonst verhungert wären. Sind Flüchtlinge in Berlin, die Krieg oder Folter erlebt haben, die gerade einmal ihr nacktes Leben retten konnten. Es sind Menschen hier, die mussten sich entscheiden, sterbe ich in der Heimat oder mache ich mich auf eine lebensgefährliche Reise, bei der ich genauso sterben kann. Es sind Menschen hier, die mussten mit ansehen, wie ihre Kinder im Mittelmeer ertrunken sind. Wegen des Kriegs in Syrien sind zurzeit mehr als 8 Millionen Menschen auf der Flucht. Allein der Libanon hat 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Der Libanon hat 4,5 Millionen Einwohner. Das ist, als würde Berlin mehr als 800.000 Flüchtlinge aufnehmen. Aber Deutschland sieht seine Belastungsgrenze mit wenigen tausend Syrerinnen und Syrern erreicht. 12 Syrer sitzen derzeit im Abschiebegewahrsam in Grünau. Und dann reden die Vertreter Ihres Koalitionspartners, Herr Wowereit, davon, dass man keine Einwanderung in unsere Sozialsysteme wolle. Das sind übrigens nicht die Berlinerinnen und Berliner, die so etwas sagen. Die übergroße Mehrheit in der Stadt hat nämlich kein Problem mit Flüchtlingen in ihrer Nachbarschaft. Die Ablehnung kommt aus der Politik selbst. Und wenn Sie jetzt für Ihre humanitäre Flüchtlingspolitik sich feiern lassen wollen, dann bleibt heute nur eins, Ihnen zu sagen, denken Sie einen Moment darüber nach, ob Sie jemals so behandelt werden wollen wie die Flüchtlinge in Berlin.